draußen starke Konkurrenz. Du glaubst, die anderen Trupps machen mir Sorgen? So, damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum nächsten Teil von Horizon Forbidden West. Von unserem kleinen Live-LP. Das letzte Mal war ich auf dem Weg zum Langhals und hatte diesen One-Hit-Wonder-Vogel an der Backe. Was nicht so geil war. Weil der mich nämlich ziemlich geschreddert hatte zu dem Zeitpunkt. Rede mit dem Lehrmeister? Okay, das. Oh, das. Was ist das? Ach, das ist das Teil. Ja, okay, dann waren wir schon. Da oben war. Nee, warte mal, da hinten waren wir noch nicht, oder? Ja, ist ja auch erstmal egal. Genau, ich habe gerade keinen so richtigen Plan, wo ich weitermachen soll. Möchte eher. Einerseits würde ich gerne hier das Jagdgebiet der Schrecken machen. Ach, apropos, Moment. Da war ja was. Es gibt nämlich eine Aktion von PlayStation. Und tatsächlich wollte ich gucken, ob ich diese Trophäe habe. Ja, die habe ich. Sehr geil. Warte mal, kann ich da Share-Drag? Ich Share-Drag oder? Auf Twitter? Nicht verknüpft. Okay. Gut. Das mache ich wohl dann später. Das muss wehtun, wenn man im Boden steht. Okay. Wir reden einfach mal mit dem da. Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre... würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Fahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Vorbildlich. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larent kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Ich zähle auf dich, Aloy. Das ist natürlich sehr
praktisch, dass gleich in der Nähe eine Herde ist. Ne? Und man da gleich jagen gehen kann. Jetzt ist nur die Frage... Ja, nicht gesagt in der Nähe. Unbekanntes Rebellenlager, okay. Das ist auch noch unbekannt. Das ist auch noch unbekannt. Das ist alles irgendwie unbekannt hier. Jetzt sind wir ja tatsächlich, wir sind im Westen. Der ist mega groß übrigens. Was so ein bisschen das Problem ist, sind diese Viecher. Ich würde tatsächlich diese Quest hier mal machen. Ich bin jetzt einfach mal. Herufs Bauteile KG. Eine Gruppe Osaram-Plünderer? Nein, das war's nicht. Laren benötigt Panzerung einer. Bla bla bla. Das nehmen wir doch an. Ja, naja, klar. Ist natürlich ganz da unten, ne? Gut. Alter Falter. Machen wir uns mal auf den Weg, weil. Bevor es hier noch nass wird. Wie man hören kann. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Warum? Ist doch easy. Viecher killen. Alter. Sie haben es auf die Osteram abgesehen. Ich glaube, ich brauche Feuer für den. Ah, voll ins Gesicht. Okay, den habe ich nicht erwischt. Scheiße! Ich habe mich schon gefreut. Ja, war zu früh gefreut. Okay, der ist schon mal im Arsch. Okay, da muss ich mal kurz schielen. Kettenreaktion. Doch, Feuer. Passt schon. Nicht in Säure, das brauche ich. Ja, jetzt macht's Spaß. Jetzt hab ich ihn erwischt. Kaboom! Wer sind jetzt die Gegner hier? Okay, der da anscheinend. So. Und warte mal, der andere war hier hinten irgendwo. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Ich dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort.
Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Ah, warum denn so unfreundlich? Hey, ich hab irgendwie... Maschinengeräusche auf dem linken Ohr. Ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt. Ich kann auf jeden Fall nichts durchscannen. Hä? War da nicht gerade noch ein... Ach, das ist hinter der... Das ist hinter der Mauer, Roman. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Warte mal, wie war das? Nee? Nein, das war's auch nicht. Das stimmt ja, ich habe ja noch dieses... Oh! Ah! Danke. Dreieck war's. Nein, 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 nein. Diese Kiste könnte nützlich sein. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, okay. Bestimmte Objekte zu ziehen, das ist mir bewusst, dass ich das kann. Ist wie ein Lüftungsschacht. Oh. Grünglanz findet man nicht allzu oft. Schick. Okay, das kann ich nicht kaputt hauen. Ja, toll, das heißt, ich hätte auch von der anderen Seite reingehen können. Na, wunderbar. An der Wand wachsen rote Kristalle. Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen. Sicher? Wir probieren das mal mit dem Feuerpfeil. Ich kann nichts ausrichten. Okay, ich hab's verstanden. Geht nicht kaputt. Tja. Solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. Ja, das ist so richtig. Ja. Das ist ein guter Plan. Also rote Kristalle sind irgendwie kacke, deswegen... das Lagerfeuer habe ich mir geholt. Gehen wir mal zum nächsten Lagerfeuer. Wäre aber alles irgendwie viel einfacher, wenn ich mir ein Reittier holen könnte, ne? Machen wir das doch einfach. Sind die böse oder sind die gut? Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser hüpfen. Ein Plünderer. Okay. Stürmer. Dreizehn. So, für die Doku hier das Teil. Sind die hier?
den Grünglanz. Cool, so, jetzt müssen wir noch ein Stückchen weiter vor. Dann kommen wir auch irgendwann an unserem Ziel an. Oder Aloy kommt an ihrem Ziel an. Nicht mehr. Ist nicht irgendwie mal noch... Alter, warum ist denn der jetzt so heftig drauf? Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte noch mal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Warum sagt denn die jedes Mal das mit dem Vertrag lesen? Wäre das im Inventar? Eher weniger, ne? Aber Signal der Sonne. Wo ist denn dieser auf... Ah, nee. Ah, da ist es. Press hier gerade auf Karte zeigen. Begib dich zum Durchgang. Dieser ist im Vertrag angegeben. Ah, Datenpunkt. 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 Ah, Standardbeutevertrag. Ein Standardbeutevertrag der Osram, vor kurzem eilig geschrieben. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerufs Bauteil. Ah, das ist der falsche. Nee, hä? Kurze Schriftler aus Pergament mit einem offiziellen Siegel. Anosar, nee, das ist auch nicht. Hä? Der Jäger wird einen Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um dem Plünderer Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Ach doch, das ist doch der richtige. Jegliche andere Beute darf die Jägerin als Lohn für die geleisteten Dienste behalten. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt. Außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von den Maschinen aufgesucht wird. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet, einschließlich körperlicher und oder psychischer Verletzungen. Psychischer Verletzungen? Schmerzen, Leiden, Entstellungen, vorübergehender oder dauerhafter Lähmungen und oder Tod. Aber bitte stirb nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Mhm. Gut, habe ich gemacht. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larent will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln.
Aha. Aha, aha. Okay. Was aber bedeutet, dass ich mein tierisches Reitgeviech hier woanders hinstellen muss. Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. So. Wir haben das dabei. Ah, zu lang. Scheiße. Auch wieder zu lang. Kann ich die wieder einsammeln? Ah, jetzt. Kaum noch eine freie Stelle. So, dann probieren wir das mal aus, den Spaß. Der Konvoi. Er ist hier. Laut Larens Vertrag haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Weber. Und da drüben ist noch eine Falle. Okay. In Brutstätten gibt es Daten zur Überbrückung von Maschinen. Ich muss nur eine finden. Nur ein Panzerwanderer. Alter! Ich habe mir natürlich meine beiden Fallen zerstört. Ich habe keine Munition mehr für alles nix. Was ist denn da los?
Au, der hat wehgetan. Ich dachte, die erwischt mich nicht. Die Teile sind aber hartnäckig. Geschafft. Ja. Muss da mal ganz fix weg. Oh Mann, ey. Reiche Beute für mich. Die waren auch schon mal einfacher. Oh, Blitzgewehr. Oha, ich habe nur 5 Beuter dabei oder 5 Bären. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Ich sollte mir da mal ein bisschen mehr organisieren. Ey, Loi! Hol dir Bären schnell! Alles vorbereitet. So, das sieht doch schon mal besser aus. Aber es sind trotzdem noch ein bisschen zu wenig. Ich hätte gern wieder 10 von 10 wenigstens. Ohne einen Stängel. Komm, und den einen da hier noch. Dann passt das. Super. Cool. Ich soll wieder zurück. Okay. Was ist das denn? Unbekannte Siedlung? Kommt man denn da hoch, bitte? Mich würde aber trotzdem eher mal interessieren, wo ich das nächste Gadget herbekomme. Muss ich da in Rebellenlager östliche Lage? Weil ich kann jetzt nicht sonderlich viel machen. Wenn ich mir so die Dingens hier so angucke. Diese, na sag schon. Ja, toll. Die Bauwerke der Alten, die Ruinen halt, ne? Weißt du Bescheid?